So, hallo liebe YouTube, liebe Facebook-Freunde, hier ist wieder euer spiritueller Anarchist. Ich hoffe, ihr könnt mir gut sehen. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit der Beleuchtung ist, aber das ist halt mit der Kamera immer ein Problem. Ich habe das letzte Mal auch abbrechen müssen, weil die Kamera, das war auf einmal der Saft leer. War jetzt auch ein bisschen blöd gemacht von mir mit dem Hin- und Her rumdrehen von der Kamera. Ich habe jetzt das ein bisschen besser gedeichselt, meine ich. Ja, also auf jeden Fall, wir kommen zum Teil 2. Antwortvideo an Tony Mahoney, bedingungsloses Grundeinkommen. Und möchte nur mal kurz überfliegen, was die Aussagen von Tony Mahoney waren zum bedingungslosen Grundeinkommen. Also, Behauptung war, das BGE, also das bedingungslose Grundeinkommen, führt zu Unfreiheit. BGE ist nicht Anarchismus, war so die Behauptung von Tony. Und dann habe ich ja geantwortet, Anarchismus ist nicht der Anarchismus. Es gibt verschiedene Richtungen im Anarchismus. Es gibt Spielarten, das mal zum einen. Und für mich ist einfach der Anarchismus ein schrittweiser Weg. Also für mich ist nicht Anarchismus sofort den Staat abzuschaffen, sondern dass wir die staatlichen Mittel dazu verwenden, die Menschen in Freiheit zu führen, also den Anarchismus. Ja. Und dazu eben dann das bedingungslose Grundeinkommen. Das bedingungslose Grundeinkommen hilft dazu, die Menschen auch ihre Träume zu verwirklichen, sich selbst zu verwirklichen, sich selbstständig zu machen oder auch zum Beispiel als Selbstversorger durchzustarten, einen Biobauernhof zum Beispiel, also das heißt eigene Obst- und Gemüseanbau, ein paar Hühner, ein paar Ziegen, ein paar Schafe. Ja. Das macht den Menschen frei, autark seinen Strom zu produzieren, also mit Solarpanelen zum Beispiel auf dem Dach. Und Wasser zum Beispiel, also Regenwasser zum Beispiel zu sammeln und so weiter. Also das wäre dann die Möglichkeit, den Menschen in die Freiheit zu verhelfen. Das bedingungslose Grundeinkommen nimmt dazu das Risiko. Ja? Deswegen, also weiß ich nicht, Toni, wo du da immer die Unfreiheit siehst vom BGE. Also ich meine, dass das BGE einfach Freiheit schafft. So, dann mal noch was. Du hast gesagt, du hättest mir lieb Grafik gepostet, wo irgendwas belegt, dass das bedingungslose Grundeinkommen, keine Ahnung, nicht funktioniert oder sonst was. Also du sagst irgendwas von der Grafik, ich weiß gar nicht, was für die Grafik und was ging es eigentlich. Also ich habe keine Grafik von dir gepostet bekommen, vielleicht ist es irgendwie untergegangen, ich weiß es nicht. Also würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, poste die Grafik einfach hier, also unter das Video vielleicht verlinken oder dass du vielleicht diese Grafik nochmal beim Facebook, bei meiner Chronik, also bei meinem Profil da vielleicht nochmal postest, dass ich weiß, um was es geht, weil sonst kann ich da nicht drauf nicht antworten. Ja. Okay, dann war noch die Behauptung, ja, Industrialisierung wäre gar nicht schlimm und so weiter und es macht neue und bessere Jobs. Und dann habe ich gesagt, ja, Industrialisierung mit dem BGE, also wenn die Menschen, wenn die, also mit dem BGE aufgefangen werden, weil durch die Industrialisierung werden halt Arbeitsplätze zerstört. Das ist nun mal so, das ist nun mal Fakt. Ich habe dir das gezeigt mit dem Pauperismus, also kann man überall nachlesen. Massenarbeitslosigkeit während der Industrialisierung, da muss man auch gar nicht lang googeln, das findet man. Und das ist auch allgemein verbindliches Wissen. Das ist nichts, wo behauptet wird, sondern das hat man auch schon in der Schule gelernt, dass die Industrialisierung zu großer Massenarbeitslosigkeit, zum großen Elend geführt hat und die, wo dann gearbeitet haben in den Firmen, sind aufs Übelste ausgebeutet worden. Ja. Und das ist eben die Gefahr der Industrialisierung, wenn sie nicht durch eine Grundsicherung für die Menschen gesichert, also quasi kombiniert wird, ja, kann man so sagen. Ich habe da auch noch das Buch von Robert Kurz, Schwarzbuch Kapitalismus, kann ich dir wirklich wärmstens empfehlen, da wird auch nochmal ganz genau alles erklärt mit der Massenarbeitslosigkeit während der Industrialisierung, also es ist wirklich sehr zu empfehlen, Schwarzbuch Kapitalismus, Robert Kurz, bitte lest es, also es wäre wirklich, möchte ich dir wirklich ans Herz legen. Und ja, und diese Massenarbeitslosigkeit hat ja zum Aufstieg des Kommunismus geführt, Ursache und Wirkung immer überdenken, ja, nicht nur über Sagen der scheiß Kommunismus und scheiß Kommunisten, sondern muss überlegen, wo kommt der Kommunismus her, ja, ist ja entstanden aus dieser Massenarbeitslosigkeit, daraus hat ja Karl Marx auch seine Ideen herausgezogen und das also auch für sich da genutzt und ja, und seine Ideologie damals entwickelt und ja, also von dem her, ich habe keine Angst vor der Industrialisierung mit dem BGE. Ist die Industrialisierung eine gute Sache, weil jetzt diese Industrialisierung, was jetzt kommt mit der humanoiden Robotertechnologie, wird uns ja von unfreier Arbeit befreien. Ja?
Also, weil einfach die, wenn dann wirklich die Menschen vom BGE sozial aufgefangen werden. Dann, was war noch so eine zentrale Behauptung im ersten Teil? Also, so eine Standardbehauptung, die ging dann so in Richtung, durch das BG geht also durch das bedingungslose Grundeinkommen geht niemand mehr arbeiten. Das war, wo du dann erklärt hast, dass nur Teile der Bevölkerung produktiv sind, ja, und die bringen das Geld. Da habe ich dann gesagt, okay, man muss einfach bedenken, dass nicht nur der arbeitende Mensch bringt Geld, sondern es hängt viel mehr dran. Es sind die Maschinen, es sind die Rohstoffe, es sind die Ideen, es sind die Vernetzungen, also sprich Infrastruktur, Internet. Wenn das fehlt, kann der Mensch noch so fleißig sein. Es wird kein Geld entstehen, ja. Also es wird auch kein Wohlstand oder kein Reichtum entstehen. Also da hängt da viel mehr dran, ja. Ja, in der kanadischen Stadt Dufferin wurde das BGE, das Mincom, schon erprobt. Sehr erfolgreich. Die Menschen waren weniger, also krank, waren weniger ängstlich, frei und glücklicher und trotzdem haben alle weitergearbeitet. Dufferin, die Stadt ohne Arbeit, das sozialrevolutionäre Experiment. Auch das lässt sich nachgoogeln und nachlesen. So. Ja, also das jetzt bloß mal so mal schnell durchgegangen. Also du sagst mit den Steuern, Steuern sind Raub und Steuern sind Massenmord. Ja, mal eine Frage, Toni, gilt es auch für die armen Leute? Was sollen die dann auch von Steuern befreit werden? Oder sind es nur die Reichen, die von Steuern befreit werden sollen? Also Steuern sind Raub, sagst du immer, und Massenmord. Ja, ja, wie kommst du da auf Massenmord? Aber gut, okay, das wäre ja dann, wie gesagt, ohne Steuern, der Toni, gibt es gar keinen Staat mehr. Ja? Also, wenn man sagt, wenn schon, denn schon, dann wirklich gar keine Steuern, also auch nicht für die Arme und auch nicht für die Reiche, aber dann haben wir keinen Staat mehr. Und das wäre dann die schnelle Anarchie, aber das habe ich ja schon gesagt, das wäre nicht mein Weg. Also, mein Weg ist nicht die schnelle Anarchie. Also, deswegen auch die Frage, für wen gilt die Freiheit? Wer soll befreit werden? Nur die Reichen oder auch die Armen? So. Okay, das war es nur mal im Schnelldurchgang zum ersten Teil. Ich habe jetzt hier nochmal den Toni und jetzt gucken wir nochmal weiter, was der Toni uns noch zu sagen hat. So, okay, mal hören. Ich hoffe, ich höre es. Ne, halt, ich muss ein bisschen verkleinern. Das kann ich jetzt so nicht machen, sonst. So, den Ton einstellen. Okay, lieber Toni. Ein Teil der Bevölkerung, die produktiv sind, die arbeiten gehen, die Jobs Ja, genau, das machen, haben ob wir schon nun in gehabt. Festanstellung oder in Billigjobs oder anyway. Ja, ich glaube, das kann ich überspringen, weil das habe ich der Toni dann schon erklärt. Das sind nicht nur die armen Menschen, wo es Geld bringen, sondern auch Rohstoffe, Ideen, Vernetzung, Maschinen. Und dann ist es ja so, das war ja das Argument, was so in die Richtung ginge, wenn das BGE kommt, geht niemand arbeiten. Habe ich aber auch schon alles dazu gesagt. Ich will mir jetzt nicht weiter wiederholen. Ich würde sagen, das überspringen wir mal ein bisschen. Das war ja schon, das gehört nämlich noch zum ersten Teil. Jetzt Ja, gucken wir mal, was erzählt noch. aber es ist schwierig, das zu beschreiben. Es hat viel mit dem Kapitalismusbegriff zu tun. Kapitalismus. Ja? Beim Kapitalismusbegriff, da geht vielen auf und, naja, und die bösen Banker und Manipulation Also Moment, Moment. Toni, da wollte ich nur sagen, es gibt keine bösen Banker. Es gibt auch keine guten Banker, ja? Sondern es ist eher so, dass dem System, dem Finanzkapitalismus, das Böse eher zugrunde liegt. Und das geht's. Niemand sagt, dass alle Banker böse sind, ja? Aber Banker können halt, wenn sie gierig sind, sage ich jetzt einmal, doch sehr viel Schaden anrichten. Und das hat man eben in der Finanzkrise eben gesehen. Zockerei und so weiter. Aber wenn man sich den Kapitalismusbegriff mal ein bisschen genauer anschaut, dann steht da bei Wikipedia, Kapitalismus ist Vertragsfreiheit basierend auf Eigentum. Ja, und das heißt nichts anderes als Handel, Produktion und Dienstleistung. Ja, also die vertragliche Freiheit ist, also die Freiheit, dass jeder einen Vertrag, ob nun mündlich oder schriftlich, eine Vereinbarung eingehen kann und sagen kann, okay, du brauchst das, ich brauche das und wir tauschen das sozusagen zu dem und den Konditionen. Oder ich biete dir meine Arbeitsleistung an. Oder Okay, hier sagt, erzählt uns Toni was über den Kapitalismus. Google gerade mal nach. Okay, also Kapitalismus, die Wirtschaftsform, in der Produktionsmittel Privateigentum sind und
in der die Wirtschaft vor allem durch die Mechanismen des Marktes, bla bla bla, nicht zentrale Lenkung, gesteuert werden, also ohne Staat. Okay, aber was mich am Kapitalismus interessiert, woher kommt eigentlich das Wort Kapitalismus, Toni? Das wäre doch mal interessant, der ethnologische Begriff. Ethnologie leitet sich Kapitalismus von Kapital, welches selbst lateinisch Kapitalis, den Kopf oder das Leben betreffend, ableitet. Dieses selbst geht auf kaputt, Kopf, zurück. Ab dem 16. Jahrhundert findet sich der lateinische Lehnwort Kapitale, Vermögen im Sinne der Kopfzahl eines Viehbestands, Gegensatz zu den frisch gewordenen Tieren als Zinsen. Ja? Nach anderen Quellen macht sich im Lateinischen kaputt und Kapitalismus ein Bedeutungswandel durch, der im Deutschen auch hauptnachvollziehbar wird. Summa Capitalis war die Hauptsumme der Wirtschaftsengung, woraus sich Kapital also entstanden sei. Ja. Also wenn man das jetzt so sieht, dann würde man sagen, Kapitalismus heißt das sich verzinsende Vermögen. Ja? Und das sich verzinsende Vermögen, ja, dieses Capitale, das italienische Capitale oder Kapitalismus, ist im Grunde genommen ja nichts Schlechtes. Muss nicht Schlechtes sein, sagen wir es mal so. Ja. Allerdings kommt es aus dem Materialismus. Ja. Es geht um Materialismus, es geht um eine materialistische Geschichte, dass sich materialistisches Vermögen, ja, Viehbestand oder Geld, sich vermehrt. Ja. Das muss nicht Schlechtes sein, aber leider ist der Mensch nun mal gierig. Ja. Und da liegt eben der Hund begraben, sag ich jetzt mal so, im Kapitalismus. Und der zweite Punkt ist, lieber Toni, du musst immer von dem ausgehen, was die Menschen und der Kapitalismus verstehen. Und das ist nun mal die kapitalistische Gier, ja. Die Gier nach mehr Geld, nach mehr Vermögen, nach mehr Reichtum. Also gehen wir doch, Toni, lieber mehr von dem aus, was die meisten Menschen unter Kapitalismus verstehen. Und vor allem würde dir, gerade wenn du jetzt den Kapitalismus verteidigst, wirklich das Buch Das Schwarzbuch Kapitalismus von Robert Kurz nochmals wärmstens empfehlen. Also wirklich, kaufe das Buch, das ist wirklich absolut lesenswert. Und da geht es darum, was der Kapitalismus, was das, was wir unter dem Kapitalismus verstehen, also der Menschheit und der Umwelt und den Tieren und der eigentlich allen irgendwo angetan hat, der ganzen Erde, dass es eigentlich ein System ist, was immer wieder gegen die Wand fährt, ja. Also, da würde ich nochmal das Buch empfehlen, aber gut, okay. Wie gesagt, ich verteufle nicht den Kapitalismus total, aber wie gesagt, es ist einfach dieser Hund der Gier begraben und deswegen ist das Problem. Und sobald die Gier des Menschen eben so gefährlich ist, muss man natürlich schauen, ob man da nicht einen Riegel vorschiebt, wenn es geht. Ja? Ich habe das und das hergestellt, um zu geben und den weiß ich, Kraft. Weiß ich. Ja, also das ist die Basis unseres Fortschritts. Ja, ja, der ganzen technologischen Geschichte. Okay, das, was er da erzählt, ja, das ist also, er erzählt es eigentlich so, das marktwirtschaftlich, ja, ich stelle was her, ich handle damit, es geht alles nach Angebot und Nachfrage. Da könnte man uns jetzt streiten, ist das jetzt soziale Marktwirtschaft oder Kapitalismus? Ja, das ist ja nicht mehr der Unterschied. Ja, Marktwirtschaft, Kapitalismus. Unter Kapitalismus versteht man halt, also sehr viele Leute, doch eher die kapitalistische Gier, ja, und die Probleme, die sich daraus ableiten. Es wird immer sehr verwässert durch den Wahnsinn der Konzerne, ja, die bösen Konzerne. Ja. Wenn man sich aber mal anguckt, wer die Wirtschaftsleistung in der Bundesrepublik erwirtschaftet, ja, also wer dafür gerade steht oder ursächlich ist, dann ist es immer noch der Mittelstand. 2/3 2/3 des Bruttosozialproduktes oder mehr als die Hälfte des Bruttosozialproduktes wird noch vom Mittelstand gestemmt. Ja? So, das ist was ist für dich der Mittelstand? Sind es die mittleren Einkommen oder sind es die mittelständischen Unternehmen? Also da müsstest du noch genauer definieren, was ist der Mittelstand? Damit ich weiß, um was es geht oder was sie genau meint. Das sind halt kleine Betriebe. Kleine Betriebe, okay. Und Freiberufler. Mhm. Ja, oder mittlere Betriebe. Ja, ist doch okay. Also die Großkonzerne, die kriegen zwar immer mehr von dem Kuchen ab, ja, aber im Grunde ist es so, dass der größte Teil der Wirtschaftsleistung immer noch von den Kleineren gestellt wird. Ja. So, und die werden sukzessive kaputt gemacht. Ja, durch das Steuersystem, durch die hohe Abgabenlast, durch Auflagen. Und im Kapitalismus ist es so, dass der Anteil des Korporatismus, nämlich also er
sagen wir mal so, er macht da jetzt einen Unterschied zwischen den mittelständischen Betrieben und den Großkonzernen. Da macht er jetzt einfach einen Unterschied und sagt, ja, die kleinen mittelständischen Betrieben werden kaputt gemacht. Von wem werden sie kaputt gemacht? Ja? Durch das bedingungslose Grundeinkommen? Oder durch den Staat? Oder ich weiß nicht, sie laufen doch nur. Es ist ja nicht so, dass es irgendwie, heißt es irgendwo jetzt in den Nachrichten, dass Tausende von mittelständischen Unternehmen jetzt zumachen oder was? Also ich weiß nicht, was er da genau meint. Die Einmischung der Politik in diese Vertragsfreiheit, ja, durch diese Regelung immer mehr dahin geht, dass Konzerne bevorteilt werden, dass Monopole durch den Eingriff der Politik überhaupt erst möglich gemacht werden. Ja. So, also das ist halt ein Grundvoraussetzung. Also deswegen würde ich sogar nochmal das bedingungslose Grundeinkommen empfehlen, was er da genau gesagt hat, die staatlichen Eingriffe, die staatliche Einmischung und so weiter. Folgendes, Toni, hätten wir das bedingungslose Grundeinkommen, bräuchte man das gar nicht. Also, wenn das bedingungslose Grundeinkommen da ist, dann kann man wegen mir eine absolut neoliberale Politik betreiben. Das spielt keine Rolle. Wir können zum Beispiel den Kündigungsschutz total abschaffen. Ja? Warum denn nicht? Ja? Die Leute waren ja aufgefangen, die waren ja sozial aufgefangen. Also, von dem her könnte man total voll neoliberal die Politik betreiben, voll für die Wirtschaft. Weil es juckt ja nicht, die können dann High und Fire machen, ist es scheißegal. Ja? Und wenn du sagst, ja, man sollte auch nicht so viel Staat, und nicht so viel staatliche Einmischung, das ist alles okay. Und das ist alles mit den Bedingungen. Solange die Menschen, solange die kleinen Leute geschützt sind und ihre Grundversorgung haben, dann bin ich voll bei dir. Ja, dann sage ich auch, klar, in diesen Bereichen absolut weniger Staat, das ist völlig okay. Erstmal zu gucken, um überhaupt einen Faktor Grundeinkommen diskutieren zu können. Ja, man muss sich diese wirtschaftliche Grundlage jetzt erstmal legen. Ja? So, und ein Grundeinkommen, egal wie strukturiert ist, bietet keinen Anreiz. Ja? Also wenn du allen immer dasselbe Geld gibst, dann ist kein Anreiz da. Also hier steht schon mal das große Missverständnis. Also so wie jetzt der Toni das erklärt, ja, wenn du jedem das gleiche Geld gibst, gibt es keinen Anreiz mehr. Jetzt mal, Toni, mal ganz klar, niemand will, dass jeder nur noch das gleiche Geld kriegt. Wer sagt das? Hat es irgendjemand behauptet? Ja? Du kriegst 1000 Euro im Monat und kannst dann dazu verdienen. Ja? Und du wirst gut verdienen, weil du bist dann als Arbeitnehmer nicht mehr so leicht erpressbar. Das ist der Vorteil. Also wenn die Löhne aussteigen. Vor allem auch dein Betrieb, dein mittelständischer Betrieb. Der kann sich zum Beispiel jetzt die 40 Arbeitnehmer einsparen, ja, der rationalisiert, ja, stellt dann vielleicht nur 2 Leute ein, wie ich es schon vorher beschrieben habe. Und denen kann er dann den Lohn von den 40 Leuten dann auf, quasi umschlagen auf die 2 Leute, die er noch in dem Betrieb hat, ja. Der größte Teil vielleicht. Und einen Teil könnt ihr noch bei sich behalten. Also sprich, der Chef von dem mittelständischen Unternehmen hat gewonnen, die Menschen sind gesichert, ja. Also es haben eigentlich alle gewonnen. Also ich weiß gar nicht, wo du da das große Problem siehst. Da produktiv zu sein, ja. Es gibt zwar die Rede, ja, durch das Fallen dieses Anreizes und das Wegnehmen des Druckes, ja, werden die Leute automatisch produktiv. Das ist aber ein Trugschluss. Ich möchte nicht so weit gehen, dass die Leute, ich sag mal, dann richtig faul werden und gar nichts mehr machen. Also das hat das soziale Experiment in Dafin bewiesen? Es würden sich vielleicht gewisse philanthropische Strukturen herausbilden, ja, aber um Wirtschaftsleistung zu erhöhen, ja, muss ein Anreiz da sein. Und diesen Anreiz gibst du nicht, indem du das Geld grundsätzlich hingibst. Stopp. Also Toni, jetzt machen wir mal ein Beispiel. Ja, angenommen, ich habe meinen Obst- und Gemüseanbau mal betreibe und ich sage jetzt, ich brauche jetzt noch eine helfende Hand, ich habe jetzt keinen Roboter. Ja. Ich komme jetzt auf dich zu und sage, hey Toni, wie sieht's denn aus? Hättest du nicht Lust bei mir zum Helfen? Ja. Ich gebe dir gutes Geld, ja, es sind gute Arbeitsbedingungen, auch wir schaffen nur zu zweit zusammen, also dann hast du auch keine blöden Kollegen oder sonst was, du kannst Pause machen und kannst bei mir arbeiten, also ich biete dir richtig gute Arbeitsbedingungen an, ja. Da wirst du doch bestimmt sagen, ja, okay, das ist vielleicht keine schlechte Idee, gut, ich habe jetzt gerade Zeit, okay, Jürgen, ich komme und helfe dir, ja. So, Toni, was würdest du jetzt sagen, wenn ich aber hergehen würde und jetzt sagen, so, Toni, entweder du arbeitest bei mir, ja,
Oder ich nehme dir deine Existenzgrundlage. Ja? Ich sorge dafür, wenn ich vielleicht irgendwie die Macht habe, ja, ich bin vielleicht ein Mafiosi, und sorge dafür, dass dir der Haus oder die Existenzgrundlage genommen bist und genommen wird und du bist dann obdachlos unter der Brücke. So, Toni, was würdest du von mir halten? Da würdest du auch sagen, erstens mal, ja, der Typ, der Jürgen, der ist mir ja total unsympathisch. Das ist ja voll der Sklaventreiber. Also da wärst du aber wahrscheinlich auch gar nicht motiviert zum Arbeiten, weil du sagst, das ist Sklaverei, das ist eine Sauerei, ja. Und wie ist denn in den unfreien Betrieben? Weißt du, Toni, ich habe da mitgekriegt, du bist ja selbstständig, ja. Du hast, sei mir nicht böse, aber von vielen, was unfreie Betriebe anbelangt, nicht viel Ahnung, meine ich, ja. Also ich habe es jahrelang mitgemacht. Du gehst da rein und egal wie viel Leistung du bringst, es wird immer mehr und mehr und mehr von jemandem verlangt. Ja, noch mehr Überstunden, noch mehr Leistung, noch mehr Qualität. Ja, und irgendwann kannst du halt nicht mehr, irgendwann bist du halt ausgebrannt. Ja, und auch die Frustration nimmt zu und die Motivation lässt nach. Also von dem her ist für mich ist ganz klar, also dass jede Form von Zwang, also wie zum Beispiel jetzt Hartz-IV-Sanktionen, ja, ist für mich ganz klar Sklaverei und das ist ja auch laut der ILO-Vereinbarungen, eigentlich weltweiten Vereinbarungen, eigentlich verboten. Ja? Weil nämlich jede Androhung von Übel und das Entziehen der Lebensgrundlage, die eigentlich vom Grundgesetz gesichert ist und zugesagt ist, ja, ist die Androhung eines Übels und jede Androhung eines Übels ist Zwangsarbeit und Sklaverei. Ja, das funktioniert einfach nicht, ja. Also es funktioniert schon. Es ist sogar getestet worden, ja. Warum soll das nicht funktionieren? Warum? Guck dir die Industrienationen an, ja. Die auf Kapitalismus basieren, ja. Das Einzige, was man machen kann, ist, dass man diese staatlichen Regularien rausnimmt, damit die Leute mehr Möglichkeiten haben, ja. Mehr Möglichkeiten haben, eben diese Art von Verträgen einzugehen, ja. Dass sie unabhängig von den gesetzlichen Regelungen einschon ihre Arbeitskraft überall anbieten können. Ne? Also ja. Man sieht, also man merkt schon beim Toni, also er ist schon sehr viel Freiheit, aber immer dann, wenn es darum geht, das Soziale oder das Sozialsystem irgendwie abzubauen. Also so kommt mir das dann langsam vor, ja. Da möchte ich mal eins sagen, nicht mal bei den Naturvölkern ist es so unsozial. Also da hilft der Starke dem Schwachen, ja. Das ist meines Erachtens auch Grundlage von einer Gesellschaft, dass der Starke dem Schwachen hilft, ja. Anders funktioniert es nicht, sonst gibt es nur noch Gewalt und Chaos. Und das ist nicht die Freiheit, muss ich ehrlich sagen, die Freiheit, die dir vorschwebt, ist irgendwie nicht ganz so, da ziehen wir irgendwie anscheinend ganz so an einem Strang, ja. Sondern ich habe da andere Vorstellungen von Freiheit. Für mich ist es einfach frei, ich kann mein Ding machen, ja, und der Starke hilft dem Schwachen, man tauscht sich einander aus, aber alle Menschen sind auf gleicher Augenhöhe. So, das ist so die Freiheit, wie ich sie mir vorstelle. Also, ich weiß nicht ganz, was so deine Vorstellung von Freiheit ist. Also, ich schicke hier nochmal drüber, vielleicht darf ich das noch ein bisschen verfeinern. Bereits heute besitzt jeder die Freiheit, nicht zu arbeiten. Er soll aber auch die Konsequenzen eigenverantwortlich tragen und nicht andere Menschen zwingen, ihr Eigentum für seine Laune zwangsweise abzugeben. Das ist das Wesen des Grundes. Ja, also das ist ja so wieder das, was es auch von den, was so die Gegner jetzt so typisches Ding, was jetzt so die Gegner da predigen, so nach dem Motto Vogel friss oder stirb, ja. Ein Staat, der mir verbietet, dass ich nicht, also ich kann nicht in den Wald gehen zum Beispiel und kann fischen und jagen zum Beispiel, das wird mir verboten, ich darf im Wald weder Zelt noch Lagerfeuer machen, durfte ich das alles, denn ich sage, alles klar, dann brauche ich kein Geld, dann mache ich das, ja. Aber durch diese ganzen strengen Regularien, ja, und dann natürlich, jetzt wird auch sogar das, seit Neuestem will man sogar das Betteln in der Stadt sogar noch einschränken, ja. Also, und dann auf der anderen Seite sagen, hey, und, ja, dann bist du selber schuld, ja, und so nach dem Motto, ja, dann bist du halt obdachlos, ja, und es juckt uns nicht. Also so einfach kommt ihr mir nicht davon, ja. Also so einfach geht's nicht, ja. Auf der einen Seite mich verbieten, dass ich mich frei entfalten kann und dann auf der anderen Seite dann sage, entweder arbeite ich oder bist halt dann obdachlos, also so Vogel und Friss, also Vogel friss oder stirbt. Also das finde ich schon also extrem dreckig und extrem unsozial, also das ist schon wirklich asozial, ja. Dem kann ich einfach nicht zustimmen. Und Deutschland ist ein moderner Staat, ja,
Es ist ein Land, das auch das Geld hat, also jedem eine Existenzgrundlage zu sichern. Und wenn das im Grundgesetz so steht, und da steht auch nichts von wegen, irgendwie, dass ich da jeden Drecksjob annehmen muss, dann fordere ich das auch so ein. Ganz einfach. Ich fordere das einfach ein. Meine Grundexistenz. Die Sicherung meiner Grundexistenz. Ja. Und so wie du das da sagst, ja, so, also muss ich schon sagen, also schon mal schon für mich also total herzlos, total unsozial, ja, und auch nicht sinnig von dem her, weil ich sag dann nämlich eins, wenn man jetzt den Sozialstaat so abschafft, wie du das jetzt sagst, ja, angenommen, man würde den Sozialstaat abschaffen, wir wissen es von Ländern, wo das Sozialsystem noch schlecht ist, dass dann eben die Kriminalität einfach explodiert, auch die Gewalt explodiert, ja. Und zum Beispiel, ja, wie zum Beispiel in den USA, da ist es halt ganz normal, dass man geht auf Bank und wird dann überfallen, ja. Und das ist halt so, das ist dann so der Way of Life, ja. Und das kann es irgendwo nicht sein, ja. Ich finde, man sollte jedem Menschen helfen, ja, wenn einer Notnaden ist oder wenn einer jetzt eben nicht die Möglichkeit hat, sich so zu verwirklichen, dann muss da eben auch Hilfe her, ja. Und das stelle ich da einfach mal, sag ich jetzt mal, dem, was du jetzt da sagst, entgegen. Ein Grund, ja. Das heißt, der Teil der Bevölkerung, der produktiv ist, ja, wird durch Abgabenlast gezwungen, ja, die Allgemeinheit zu finanzieren. Das ist ökonomisch eine Katastrophe. Das funktioniert einfach nicht. Es braucht immer einen Anreiz, dass die Menschen produktiv sind, ja. Und wenn du denen einfach Geld der Anreiz gibst, der Anreiz, habe ich schon mal gesagt, ist das Belohnungsprinzip, ja, also nicht die Bestrafung. Das stelle ich jetzt einfach mal entgegen. Das Belohnungsprinzip, dass jemand gut verdient, dass jemand, ihr habt ja das Beispiel gesagt, was würdest du sagen, wenn ich zu dir sage, komm zu mir, arbeite oder ich nehme dir die Existenzgrundlage, dann würdest du der Erste sein, der sagt, hey, das ist Sklaverei. Ja. Und deswegen sage ich einfach, es gibt eine Grundsicherung, ja. Und das, was darüber hinaus verdient wird, das ist einfach der Anreiz und man verdient einfach mehr, wenn der Mensch gegenüber dem Arbeitgeber nicht mehr so leicht erpressbar ist. Das ist der Punkt. Dann, das funktioniert nicht, ja. Und funktioniert schon. Das ist auch nicht finanzierbar, ja. Wenn man sich finanzierbar. Wie unser Sozialstaat momentan funktioniert, ja. Also gut, ich mache jetzt mal kurz Pause. Er sagt, es ist nicht finanzierbar. Also, wie könnte man jetzt das bedingungslose Grundeinkommen finanzieren? Also es gibt mehrere Modelle. Es gibt das Konsumsteuermodell. Dadurch wird das BGE durch die Mehrwertsteuer, also Mehrwertsteuer ablösen. Ich lese es mal vor. Konsumsteuermodell, hier geht es vorhin um die Finanzierung des BGG über die Mehrwertsteuer ablösende Konsumsteuer. Sie wird möglich, weil durch die Abschaffung von Einkommensteuer, Unternehmenssteuer und Sozialabgaben auf Gehältern und Löhne und das Hineinwachsen des BGE in die Einkommen, die finanziellen Belastungen der Arbeitgeber und Unternehmer stark reduziert werden. Dies soll dazu dann zu stark sinkenden Preisen führen, die gesunkenen Belastungen nicht mehr Preisbestandteile sind und die Nettopreisfalle fallen. Um das BGE zu finanzieren, wird die neue Konsumsteuer auf die gesunkenen Nettopreise gelegt, wodurch die Endverbrauchpreise, den wir von heute in etwa gleichen sollen. Ja, die Einnahmen aus der Konsumsteuer sollen das BGE finanzieren. Das ist schon eins. Dann gibt es das Einkommensteuermodell und dann gibt es das Vermögensteuermodell. Ja, also da gibt es mehrere Modelle. Ja. Wie soll das bedingungslose Grundeinkommen finanziert werden? Habe ich schon auch schon mal im Video gesagt. Und das könnte man eigentlich durch Gegenfragen beantworten. Wie sollen eigentlich die Bankenrettungen finanziert werden? Mal eine Frage. Ja.